Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplan Zoo. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge haben wir ja damit angefangen, hier eine Umrandung zu gestalten. In dieser Folge würde ich gerne noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar hatte ich mir überlegt, was wäre Asien ohne Bäche, ohne Flüsse? Und ich finde, die gehören einfach hierhin. Das heißt, ich würde dann auch versuchen, ich weiß nicht, ob es ganz klappt, aber jedes Gehege mit einem Fluss zu verbinden. So ein Lebensfluss, den hat man ja bei Planetcoaster auch, ne, der durch jeden Themenbereich ging oder durch jeden Themenbereich gehen sollte. Und ich würde das gerne jetzt hier auch praktizieren, dass das so eine tiefere Bedeutung hat oder so. Und deswegen versuche ich jetzt einfach mal hier so einen kleinen Bach hinzumachen oder beziehungsweise, die Bären brauchen die Wasser oder brauchen die kein Wasser? Nee, die brauchen kein Wasser. Aber die bekommen trotzdem Wasser. Einfach, weil die es verdient haben, kriegen die jetzt auch Wasser. Heißt, ich würde da jetzt gerne erstmal ansetzen. Und wie spät haben wir es eigentlich? 7.36 Uhr. Mann, haben wir früh angefangen heute. Okay, das heißt, wir drücken jetzt... Moment. Wie machen wir das denn jetzt am besten? 50% Größe 4. Da habe ich ja schon was geschafft. Guck dir das mal an. Sensationell, oder? Pass auf. Und jetzt gehen wir nämlich mit diesem Tool hier einmal... Achso, ja, ich blockiere. Ja, stimmt. Ey, warte mal. Das deaktiviere ich jetzt erstmal. Spiel. So. Szenerie-Kollision deaktivieren. Schienenkollision deaktivieren. Geländekollision deaktivieren. Geländegrenzen für... Was? Geländegrenzen? Was heißt das? Ermöglicht das vorhandene Gehegebarrieren oder Lebensbrühe das Gelände beeinflussen? Ich lasse das mal. Weil da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ob ich das aktivieren muss oder nicht. So, jetzt versuche ich nochmal. Und man sieht, es funktioniert gar nichts. Wieso übernimmt er das denn nicht? Habe ich da nicht gespeichert? Habe ich. Ich habe, guck mal, Szenerie-Kollision deaktiviert. Das heißt, ich müsste doch eigentlich jetzt das runterziehen. Szenerie sperren ist aus. Oberfläche sperren. Muss ich das vielleicht aktivieren, deaktivieren? Ich kann das gar nicht, ne? Oh Mann, wieso macht er das denn immer noch? Das verstehe ich nicht. Warum macht er hier diesen Fetz? Guck mal, ich kann sogar hier nicht durchziehen. Hä? Why? Oh. Wieso geht das hier nicht? Entschuldigung, ich habe da eine Frage. Oder beziehungsweise ich hoffe, dass das Spiel mir jetzt meine Antwort gibt. Gebäude und Fahrgeschäfte sind auf eine Vertikale. Das lasse ich jetzt erstmal. Das lasse ich auch. Und das muss ich einfach nur deaktivieren. Und deswegen, das verstehe ich jetzt nicht, warum das hier jetzt nicht geschieht. Ich meine, ja, nee, kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Pass auf, dann machen wir das anders. Ich habe gerade eine Lösung gefunden. Pass auf, und zwar sagen wir jetzt Barriere bearbeiten. Weg. So, und dann gehen wir hier einfach entlang. Ne, ist ja jetzt egal. Können wir jetzt erstmal da hinziehen. Dann brauchen wir... Entschuldigung, was ist denn hier jetzt los? So, wo ist das an die andere Barriere? Hier ist die Barriere. So, die kommt weg. Dafür geht die gerade und schräg. So, und mir hat jemand geschrieben, vielleicht ist das knapp über 20 Meter. Ne, ist es nicht. Das ist einfach nur ein Fehler, tatsächlich bei, sag mal schnell, bei Planetzoo selber. Und das ist echt nervig, warum die das machen. So. Jetzt geh doch da dran, bitte. Bitte. Du darfst einfach dich da angrenzen. Das darf doch nicht so schwer sein. Du kannst doch einfach sagen, ja, weißt du was, wir connecten jetzt so und dann sind wir nämlich hier eine Einheit. Was hältst du davon? Nein? Okay, lass es doch. Moment, wenn ich das jetzt mit einem, anderen Zaun mache, vielleicht klappt das dann. Wir machen einfach mal ohne. Nein, macht er nicht. Okay. So, machen wir 19 Meter. Das sind 19 Meter, ne? Und das ist kein Meter, das ist mehr. Deswegen müsste das eigentlich gehen, aber der will nicht. Der will einfach nicht. Der sagt, nö, weißt du, ich habe kein Interesse an dieser Verbindung hier. Ist das nervig. Warum? Planet Zoo, warum? Alter, ist egal. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier schon mal eine Markierung.
Und dann versuchen wir jetzt mal. Moment, ich lasse jetzt erstmal weiterlaufen. Versuchen wir nochmal hier alles. So. Ich habe hier noch 50%, ne? Ah, pass auf, das war der Fehler. Und ich würde gerne, damit man halt die Strukturen hier sieht, die Sonne einschalten. Und Gras kurz machen. Damit ich halt sehe, ne? Weil das täuscht so ein bisschen manchmal das lange, der lange Rasen da. Und deswegen, das würde ich gerne wegmachen. Machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Okay. So. Das haben wir jetzt schon mal. Alter, konnte ich... Nee, ich wollte gerade sagen. Jetzt konnte ich da was machen, aber ging ja nicht. So. Okay. Würde ich sagen, machen wir hier jetzt. Und dann... Weiß ich nicht, wie weit wir da rankommen. Aber ich glaube, wir brauchen noch nicht ganz ran, ne? So. Dann setzen wir hier ein paar Steine noch hin. Dann haben wir hier ein Wasserbecken. Sofern das Spiel jetzt sagt, oh, weißt du, ich bin mal so gnädig und gebe dir Wasser. Oder das Spiel sagt, nö, weißt du, du bist ja eigentlich so ganz nett, aber ich tue nicht immer das, was du sagst. Oh Mann, ey. Ich kriege manchmal die Krise so damit. Manchmal ist so ganz hart an der Grenze. Glätten. Ach, glätten. Hier, runterziehen, meine ich. Entschuldigung. So. Ich wollte eigentlich nur so einen kleinen Tümpel machen. So einen flachen Tümpel, weißt du? Dass die gerade so ein klein bisschen da drin schwimmen können. Bisschen planschen. Wenn sie Bock haben. Wenn denen zu warm wird, können die sich da abkühlen. Das war so die Intention da. Und das Spiel sagt so, nö, weißt du, das sehe ich nicht ein. Ich mag keine Tiere und deswegen sollen sie es nicht bekommen. Wasser? Könntest du bitte, bitte, doch einfach nur hier anklicken und sagen, ja, ich mach Wasser rein. Was hältst du davon? Ja, machen wir doch. Siehst du? Ich hatte Wasser auswählen gemacht. Okay, pass auf, ich habe das extra so gemacht, denn... Ein bisschen tiefer, weil die Bären sind ja groß. Deswegen habe ich das halt ein bisschen, ja, ein bisschen tiefer gemacht. Schön, ne? Haben wir hier schon mal, guck mal, einen schönen Fluss. Können die hier drin baden. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da rauskommen. Warte mal, ich habe da eine Meldung bekommen. Ja, das klärt sich schon. Ju, Hallöchen. Hallöchen, hallo, hallo. So, 3O, Hallöchen. Und Emma Stralsund, Hallöchen. So, das finde ich schon mal sehr schön. Und dann würde ich gerne... Achso, ich kann ja, warte mal, Wasser entfernen, genau. So, und dann sagen wir jetzt... auf 2 Meter. Auf 4 Meter? 4 Meter ist schon ein richtig fetter Fluss, ne? 4 Meter ist ein sehr fetter Fluss. 2 Meter? 2 Meter. So. Das heißt, ich würde dann, denke ich mal, ne, warte mal. Wir machen jetzt hier weiter die 4 Meter. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier ein bisschen rund. Ne, dann gehen wir hier hoch. Machen das hier erstmal weg. So. Machen wir nämlich da. Und dann vielleicht hier noch ein bisschen hoch. Ja, die haben auch sehr viel Wasser jetzt irgendwie, ne? Also irgendwie kriegen die gerade sehr viel Wasser von mir. Das ist gut. Ich verstehe das hier nicht so ganz. Weil wenn der jetzt gesagt hätte, weißt du was, das sind zwei unterschiedliche Barrieren, ne, dann hätte er nicht die Seite ausgewählt. Gehst nach da. Gehst nach da. Nein, gehst nicht nach da.
Auch nicht. Auch nicht. Winkelausrichtung ausschalten vielleicht? Guck mal, also von der Länge her passt das auf jeden Fall. Siehst ja. Warte, ich guck mal kurz. Ja, guck mal. Passt 1:1. Das hier vielleicht? Nee. Höhenmarkierung. Nee. Also ich. Gehegeumriss. Barriere ohne gewölbt. Oben gewölbt. Erlaube und zeige Optionen für gebogene Oberkante der Barriere. Nee. Mann, mach doch einfach mal das, was man dir sagt, weißt du, so. Was hältst du davon? Ganz schwierig. Hä? So. War ja easy, ne? Oh, warte mal. Doch, alles richtig. Doch, pass auf. Jetzt müssen wir doch die Barriere wieder entfernen, weil ich mir gedacht habe, oh, ich wollte ja eigentlich den Teich hier noch hinmachen, oder den Fluss eher gesagt. Heißt, wir gehen dann hier mit 2 Meter. So. Gehen wir dann hier raus. La, 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 la. Okay, und jetzt kann ich sagen, Wasser. Oha. Das wird noch alles abgerundet, ne? Also, dass das hier schön glatt wird oder so. Oha. Oha. So, jetzt können wir sagen, pass auf, Barriere bearbeiten. Oh, könnte doch passen mit der Länge. Aber macht doch keinen Sinn. Weil, das macht ja gar keinen Sinn, weil ich, pass auf, ich kann das auch begründen, weil ich hatte ja mal schon mal einmal komplett rumgezogen und das waren immer 20 Meter Elemente. Deswegen, das macht eigentlich keinen Sinn. Aber was macht bei Planet Zoo schon Sinn? So, dann gehen wir jetzt, machen wir hier erstmal weiter. Und zwar, ne, hier haben wir jetzt ein gerades Element oder gerade Elemente. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen krumm gehen. In der Natur. In der Natur gehen wir auch krumm, weil ich weiß, ich bin nicht dumm. So. Genau. Dann brauchen wir den hier. Ja, den Oschi brauche ich auf jeden Fall. Und zwar setzen wir den... so hin. Jupp. Dann würde ich sagen, setzen wir den hier hin. Oh, warte. So. Da haben wir eine sehr schöne Rundung. Oh, da haben wir eine richtig gute Rundung. Ist wie im Einklang mit Yin und Yang. Guckt das mal an. Krass. Wie aus einem Guss. Perfekt. Dann brauchen wir... nee. Nummer 11, genau. Nummer 11 war auch noch ziemlich groß. Den setzen wir hier hin. Nee, Nummer 13. Nummer 12 war auch relativ groß. So. Nee. Es gibt... also für die... oh. Okay. Für die ganz großen Orschis sind halt, sagen wir mal so... 5, 6. Es sind schon viele. Also ich meine... oder beziehungsweise ich habe da, glaube ich, falsch in Erinnerung, dass die anderen wesentlich weniger hatten. Aber ich glaube,
Ich vertue mich da. Da möchte ich mich jetzt nicht drum kloppen. So. Ja. So, dann machen wir hier unten nämlich auch nochmal so einen flachen hin. Oh, theoretisch könnte man nochmal so einen da hinsetzen, ne? Theoretisch wird das sogar gehen. Den langen Rasen muss ich natürlich noch komplett wegmachen, ja klar. So, und von der Seite muss ich natürlich auch noch was machen. Lass mich raten, Koala? Koala. Aber wo ist der? Da. Ja, wie kannst du auch über die Grenze rennen? Ein Ausbrecher, ein Ausbrecher, zwei Ausbrecher sind hier. Und zurück ist er. Oh, Giannis, hallöchen. So geil. Was für Strolche, ey. So, was brauchen wir? Den hier würde ich gerne. Dann nehmen wir den hier. Muss ich jetzt halt gucken. Warte. So. Muss ich halt gucken. Wegen dem Wasser. Weil da muss ich ja ein bisschen was freilassen, ne? Und zwar würde ich da... Es ist sowieso wieder der Panda. Es ist eine Kegelrobbe. Es ist eine Kegelrobbe. So. Dann brauchen wir... ich würde sagen, diesen Stein. Der ist so eine Allnotlösung, oder? Der Teil. Nee. Ich glaube so, ne? So ist besser. Den kannst du so perfekt da oben hinsetzen. Pass auf. Und jetzt gucken wir mal, dass wir so ein Gatter finden. Oder ein Gitter. Was haben wir denn da? Nee. Könnte man reinsetzen, ne? Ja, ich glaube, das hält Bären auf. Ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass das mindestens die Bären aufhält. Oh man. Such mal Draht. Ne, klappt nicht. Also Gitter. Ich würde gerne das hier nehmen. So zum Beispiel. Es sieht schon mal ganz gut aus. Aber ich hätte das gerne länger. Oh, warte mal. Zaun. Wo findet man jetzt... Da, Zäune. Was haben wir denn da? Kann man den irgendwie nach unten verlängern? Nee, ne? Mist. Der wäre eine Option. Und... Oh, der. Ich glaube, der würde. Weil den kann ich nämlich unendlich breit machen. Und unendlich hoch. Deswegen würde ich den, glaube ich, nehmen. Voraussetzung ist, dass die Tiere da nicht durchrennen, durch den Zaun. Mache ich den jetzt zur Seite oder nach oben, ne? Ich würde den auch nach oben setzen, glaube ich.
So zum Beispiel. Weil den kann ich ja unendlich nach unten verlängern. Mache ich hier noch so einen kleinen Felsen hin, dann kommen die hier nicht durch. So, und hier setze ich noch so einen kleinen Felsen hin und et voilà, alles schön verstaut. Den brauchen wir. So einen kleinen Felsen, weißt du, so ein Mini-Felsen. So, dürfte ich das hier... Okay, der geht unten in den Boden rein, das ist sehr gut. Also von der Seite sieht es super aus und von der Seite... Passt. Hier würde ich gerne, glaube ich, noch so einen kleinen Knubbel hinsetzen. Achso, ich hänge da. Ah, okay. Einen kleinen. Minimalen kleinen, ganz kleinen. Gibt es den noch kleiner? Noch kleiner? Jawohl. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus, wenn wir da noch so ein Ding hinsetzen. So ein Knüppelchen. Genau, ein bisschen drehen. Runter. Jetzt brauchen wir doch einen Ticken größer. Den. Das obere Gitter sollte versteckt sein. Dann sieht es besser aus. So. So. Et voilà. Was haben wir hier? Ja, die Taschendiebstelle. Taschendiebstellbüble. Aber das sieht doch mal geil aus. Und es kann keiner in ein Gehege reinrennen. Sieht gut aus. Keiner kann in ein Gehege reinrennen. Perfekt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann natürlich weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.